Klassischer Straßenwahlkampf. Für die Essener Piraten nach Mambeln, Bloggen und Twittern eine ganz neue Form der Kommunikation. Es scheint, als ob sie auch durch dieses Sprachrohr Gehör finden. Allein die Tatsache, dass da eine neue Partei so schnell wächst, lockt viele Passanten an. Ich finde es interessant, in welcher kurzen Zeit die Piraten es im Endeffekt schaffen, Wähler zu gewinnen. Die Umfragen steigen immer weiter und das ist für mich das Interessante. Also erstmal finde ich es ja überwältigend, ja, dass sie einfach jetzt mit Leichtigkeit eigentlich ihre Prozente machen und das Programm wird man ja sehen. Na, das Klischee ist ja, dass es eher junge, etwas Verrückte sind, die nicht so viel Ahnung von Politik haben. Aber das möchte ich denen gar nicht vorwerfen. Wenige Kilometer weiter das Essener Piratenbüro. Hier laufen die Fäden des landesweiten Wahlkampfes zusammen. Neben aller Organisationsarbeit müssen die Piraten zurzeit mit einem ganz anderen Problem fertig werden. Mit rechtsextremen, judenfeindlichen Äußerungen einzelner Parteimitglieder. Mit braunem Gedankengut aus den eigenen Reihen. Das Thema ist natürlich schon bei uns auch zur Sprache gekommen, keine Frage. Da gibt es halt eigentlich nur eine Meinung zu, auch in der gesamten Partei, nämlich, dass solche Leute bei uns nicht zu suchen haben. Das ist, ich glaube, ein Naturgesetz, dass dann halt Extremismen mal versuchen, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit über die frische Partei zu bekommen. Wir müssen damit umgehen lernen, das ist ein Lernprozess. Aber wir werden das schaffen, da bin ich sehr sicher. Ein rechter Pirat sollte nach langem Zögern aus der Partei ausgeschlossen werden. Doch das Verfahren ist nun wegen eines Formfehlers gescheitert. Das hat den Piraten eine Flut wütender Blog-Einträge beschert, einen sogenannten Shitstorm. Der Vorwurf, die Partei habe zu lange gezögert, Rechte rauszuschmeißen. Der Politikwissenschaftler Christoph Bieber beobachtet die Piraten seit ihrer Entstehung und stellt fest, dass sie sich mit schnellen Entscheidungen schwer tun. Ich denke, die Piraten lernen gerade auch, dass das in der öffentlichen Debatte natürlich sehr kontrovers diskutiert wird und dass man von ihnen durchaus auch eine klare Positionierung und Stellungnahme verlangt. Spannend wird jetzt sein, wie man sich dort entscheidet, ob es in Zukunft stärkere, von oben durchgesetzte, auch schnell herbeigeführte Entscheidungen gibt. Doch auf eins pochen die Piraten ebenso sehr wie auf ihre Treue zum Grundgesetz, auf Basisdemokratie. Piratenstammtisch in Duisburg. Das Problem mit braunen Trittbrettfahrern werde man auf Piratenweise lösen, sagen sie hier, durch ergebnisoffene Diskussionen. Und wenn solche Prozesse eben ein wenig dauern.